absolutes Friedens-Highlight, meine Damen und Herren. Einer meiner Lieblingskollegen heute Abend zu Gast, meine Damen und Herren, zum ersten Mal, seit es die Sendung gibt. Und das tolle Gefühl, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind, oder? Ganz Europa war auf der Straße. Mir war es zu kalt, ja. Aber ich bin auch für Frieden, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch für Frieden und ich bleib zu Hause, ja. 500.000 Leute in Berlin, man wird angefasst, es ist eng und so weiter. Man weiß nicht, plötzlich wird man von Tiersen geküsst und so. Das muss nicht sein, ja. Bei aller Liebe, bei allem Ja zum Frieden, aber man kann ja auch von zu Hause aus solidarisch sein, oder? War jemand von Ihnen auf einer dieser Friedensdemos? In Berlin waren 500.000 Leute und das Tolle ist ja auch musikalisch. Ja, Reinhard May, Hannes Wader und die Pudis waren vorne aufgebaut, sind aufgetreten vorne auf der Bühne. Und Achtung, das ist ganz wichtig. Ich habe keinen einzigen Artikel gelesen, der hämisch gewesen wäre über die Veranstaltung. Ja, das ist neu. Das hat nichts mehr mit der Friedensbewegung zu tun, die man vor 20, 25 Jahren gekannt hat, oder? Wo man sagt, ich habe ein altes Hemd und mich lange nicht mehr gekämmt und das reicht schon mal. Nein, jetzt geht man auch schick für den Frieden. Ich habe Ehepaare gesehen, die gesagt haben, also wir haben einen Krieg erlebt, das reicht. Und keiner hat vergessen, dass sie demonstrieren können, weil wir ja damals befreit worden sind. Wann war das? Wann sind wir befreit worden? Nicht 89, 45. 45, ja hallo. Ja, nein, hallo, 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 hallo. Das heißt nicht Applaus, ja, das heißt wach werden. Das sind die wichtigsten Zahlen. Der Höhepunkt war doch am Brandenburger Tor, als plötzlich aus dem Bad von Thierse 100 weiße Tauben hochgeflogen sind. Und neben Thierse, wer stand da? Klaus Steck. Den kennen die Älteren nur noch. Klaus Steck ist ein großartiger Grafiker und früher hatte man die Plakate von Klaus Steck in der Küche hängen, so in der WG. Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Ja? Das war so ein berühmtes SPD-Klaus Steck-Plakat und so. Und das Tolle bei Klaus Steck ist, ein Mensch, der seit 30 Jahren den Gesichtsausdruck von jemand hat, der seit 30 Jahren auf derselben Seite steht. Der seit 30 Jahren Recht hat. Habe ich gesehen, hat so eine Rakete umgemalt gehabt. Nebendran stand Thierse. Thierse war privat da, ist ganz wichtig. Nicht als Bundestagspräsident, ja, sondern privat. Man kennt ihn ja auch privat. Hallo. Hier vorne hingucken. Ja? Hier vorne. Wenn da die Rakete kommt, du bist gar nicht wach. Ja? Dann ist wieder ein Versicherungsfall für mich. Hier vorne, meine Damen. Pocken! Haben Sie schon geschützt? Jetzt zeigen wir Ihnen heute, wie das geht. Pockenschutz. Wenn Sie jetzt Menschen sehen, man weiß ja, wenn man in den Garten rausgeht, man weiß ja nicht, hat er angefangen, Bienen zu kaufen, ja? Oder schützt er sich schon vor Pocken mit diesen Mützen auf? Wenn das erst losgeht, ja, die große ARD-Pockengala, ja? Mit allen Schauspielern, mit allen deutschen Schauspielern, die überhaupt nur aufgrund von Pockennamen Karriere gemacht haben. Es wird ganz schlimm, Eva Herrmann als rollende Pocke auf Rollerblades vorne rein. Da wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, schon aus diesem Grund. In der Schweiz waren am Wochenende 40.000 Leute auf der Straße, haben demonstriert. Amis, raus aus Vietnam! Helmut Pocky Zerlett und Band! Heute Abend haben wir einen Top-Gast. Heute Abend haben wir einen grandiosen Gast, der in zwei Jahren, seit 30 Jahren auf der Bühne steht. Absolut. Ich ging noch, glaube ich, zur Schule. Da hat er schon große Hallen gefüllt in Baden-Württemberg und mittlerweile natürlich in ganz Deutschland. Das ist die DVD seines aktuellen Programms. Zwerch trifft Fell. Heute Abend bei uns zum ersten Mal. Wirklich wahr. Höchste Zeit. Matthias Rechling. Einer der wirklich ganz Großen im Kabarett heute Abend bei uns mit einer grandiosen Nummer. Und das Wichtige ist, ist es jetzt klar, komm, Pocken. Sven! 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 Ist dieses Wasser... Ja, jetzt hör auf. Was, hör auf, hör auf. Du hast schon wieder Angst vor Pocken, ja? Nein, habe ich das gesagt? Nein. Wie funktioniert es eigentlich mit diesen Pocken?
Dann kommen Pocken vorne auf Raketen und die werden auf uns geschossen oder die Pocken sind in Sprengköpfen und werden hier durch Pockenkameras verteilt oder wie ist es? Ja, so ungefähr. Also natürlich nicht durch Kameras, aber durch Sprengköpfe, wenn sie hier reichen. Mhm. Ja, es ist ein ernstes Thema. Wir sollten darüber nicht scherzen. Nein. Nein, wir sollten uns schützen. Schützen statt scherzen. Das könnte vielleicht auch bald eine Veranstaltung sein. Oder Schützen durch Scherzen. Ja. Oder Schutzscherze oder scherzende Schützen. Genau. Scherzende Schützen. Das könnte. Haha! Bumm! Ja. Einfach auch in diesen Zeiten sich die gute Laune nicht verderben lassen. Ganz wichtig. Wir alle wurden ja mal in der Jugend gegen Pocken geimpft. Nicht alle. Du nicht? Ja, aber die jüngeren Jahrgänge nicht. Was heißt, ab wann ist man ein jüngerer Jahrgang? In dieser auf die Jugend fixierten Gesellschaft. Also hier ist mein Brief, den ich bekomme. Ich habe einen tollen Brief bekommen. Oh. Ich sag dir aber nachher erst von dem. Hier. Okay. Mit Schrift. Hier. Ein Brief mit Schrift? Ja. Nein! Mit cooler Schrift. Hier, ah, ja. Persönlich. Persönlich. Ja. Oh, aber. Okay, ich dachte, das wäre deine Privatadresse. Was? Nein, das ist meine Firmenadresse. Ja, klar. Das ist aber identisch. Natürlich. Ja. Ach so. Natürlich wohne ich hier. Hier schlafe ich unterm Schreibtisch, damit ich morgens früh aufstehen kann und sozusagen früh anfangen zu arbeiten. Und natürlich im Fall, falls zum Beispiel ein Schneetreiben kommt, wie in den USA, ja, wo ganze Flughäfen geschlossen werden mussten und so weiter. Und du weißt, dass ich mal ein Schneetreiben erlebt habe in den Rocky Mountains. Nein. Ja, weil alle sagen, so schlimm kann das nur mit einem Schneetreiben nicht sein. Ich selber habe mal ein Schneetreiben erlebt in den Rocky Mountains. Erzähl. Ja, in Breckenridge, Colorado. Kennt ihr das? Breckenridge in Colorado? Colorado. Ja, es heißt Colorado. Es heißt übrigens Colorado, meine lieben Morgenmagazin-Moderatoren. Ja? Bitte? Nicht Colorado. Es heißt nie Colorado. Ehrlich? Absolut. Ja? Oder? Am I wrong? Colorado? It's Colorado. Colorado? It's Colorado. Colorado. It's Colorado. Yeah, it's absolut Colorado. Colorado, okay. Ja, ich weiß auch, weil ich bin auch reingegangen. So, hi here. Da kam ich aus Denver, Colorado. Ah, from Colorado. Ja. Es heißt Colorado und Bill the Butcher. Ich fahre mit einem Leihwagen, fahr. Ja. Damals waren wir noch in dieser Sprache, wo man immer noch die Verben so gesagt hat, was man gerade machte. Stöhnt so. Leih, Wagen, 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 einsteig, fahr. Breckenridge, Colorado. Okay. Ohne ein Zimmer zu buchen. Was wollte ich dort Skifahren? Deswegen bist du da hingefahren? Ich war eh da, verstehst du? Okay. Man war eh da. Ich hatte auch dieses Ticket, wo ich für $800 kreuz und quer durch die USA fliegen konnte. Wo ich sowieso immer über Denver fliegen musste, weil das war das Hub. Aber du warst allein? Nein, mit Freundin. Ach. Ja, was ach? Ja, wann war denn das? Die Freundin kennt ich ja vor, gar nicht. Vor 10 oder 15 Jahren. Ach so. Ja. Du rechnest. Ja. Du rechnest. Ja, natürlich rechne ich. Ja. Ja. Ja, wie alt ich da war, oder was? Ja, zu Ende gerechnet, ja. Ja, und? Ja, zwischen 36 und 31, glaube ich, war 34. Ja, genau. Ja, oder ja. 35. Okay. So, Wagen geliehen, weil man wollte Skifahren in Breckenridge, Colorado. Es fing an zu schneien, ich denke, das kennt man. Man kommt von der Schwäbischen Alb, ja? Ich mache den Scheibenwischer an, 20 Minuten später schafft der Scheibenwischer den Schnee nicht mehr. Oh. Ja. Plötzlich sehe ich die Straße nicht mehr. Passiert mir öfters, aber in diesem Fall war es wegen des Schnees. Sag ich, fahre ich mal rechts ran. Nach einer halben Stunde war ich mit dem Wagen komplett eingeschneit. Echt? Ja. Keine Decken dabei, keine, nichts Warmes, nichts zu essen. Und dann? Rausgezogen worden von so einem Sheriff. Echt? Ja. Und dann wieder irgendwie in so einer Kolonne zurückgebracht. 8 Stunden im Auto, war schön. Natürlich nicht Ski gefahren. Hingefahren, kein Zimmer gekriegt, Schneetreiben angefangen, zurückgefahren, rechts im Straßenanstrecken geblieben, wieder zurückgefahren. Geil. Ja, gut, dass man Landkarten in so einem Fall hat, mit denen man aufeinander einschlagen kann. Es war deine Idee. Es war deine. Deine. Das kann man eigentlich nicht erzählen, dass man Frauen schlägt in so einem Fall, oder? Das erzählst du doch jetzt nur, um dein Publikum zu erheitern. Du würdest doch nicht wirklich Frauen schlagen. Wieso? Mit einer Landkarte schon. Oder? Das ist ja nicht... Das ist ja nicht... Okay, wo ist die Grenze? Dirke Atlas, geht das auch, oder? Nein, mit so einer Karte, wenn du irgendwie siehst, schau mal rein, ob ich da rechts muss. Und du siehst schon, es ist die falsche Karte und die auch noch falsch rumgehalten wird. Das ist ja, das machst du machst das nicht, nein. Nee, also. Nee.
Jetzt du musst ja eine Karte oder lesen. Auf den Kopf oder bitte? Irgendwie? Na, einfach so, was man trifft. Diese Geste, schau doch mal! Das kennst du nicht? Nein, du fährst ja nicht, du sitzt ja daneben. Ja, eben. Ja, du sitzt ja daneben und du schaust ja in die Karte. Ja, und ich halte die richtig rum. Und stöhnst du, wenn du dann geschlagen wirst? Ich werde definitiv nicht geschlagen. Du wirst nicht geschlagen? Nein, ich werde nicht geschlagen. Auch nicht zu Hause mit dem Hausschuh? Nein. Überhaupt nicht. Du gehörst nicht zu diesen Männern, die geschlagen werden. Ja, also gehörst du zu den Männern, die geschlagen werden? Ja. Ja, okay, was? Ja? Ja, du gehörst nicht zu denen. Nein, ich gehöre nicht zu denen. Und du schlägst auch nicht deine Frau? Nein. Keine Schläge bei euch zu Hause? Nein. Absolut vorbildlich. Ist das dann nicht eine sehr bürgerliche Beziehung? Kann man sagen, ja. In den künstlerisch hochstehenden Beziehungen bewirft man sich doch mit Aschenbechern und wirft ganze Einrichtungsgegenstände aus dem ersten Kotzt Stock. Kotzt sich an, ja, ich weiß. Na, ankotzen nicht, aber... Wenn man genug getrunken hat. Wirklich? Ja. Wie, du kennst Fälle? Erzähl doch mal. Nein. Man erbricht sich über den Ehepartner. Da gibt es so Anekdoten von den Ärzten, aber das ist ganz wildes Rock. Von welchen Ärzten? Ja, von der Rock-Kombo, die Ärzte. Ja, aber das sind ja Ärzte, das sind ja Musiker, das zählt ja nicht. Ja, eben, ja. Die sind ja nicht verheiratet. Ja, eben, ja, genau. Und da passiert das? Ja, soll wohl mal vorkommen. Ja. Aha, du redest dich raus. Ja, ich kann doch jetzt nicht irgendwie, ich kann ja nur von mir reden. Ich habe noch keinen voll gekotzt. Zum Beispiel, glaub... ja, glaubst du... Glaubst du zum Beispiel, dass Walter Jentsch seine Frau schlägt? Professor Walter Jentsch. Oder geschlagen wird? Gehe nicht davon aus. Nein. Er ist, glaube ich, sehr pazifistisch eingestellt. Ja, absolut. Das habe ich heute gelesen. Walter Jentsch hat gesagt, wenn Soldaten desertieren im Kriegsfall, können sie bei ihm zu Hause klingeln und wohnen. Ja. Haben wohl zwei auch während des Golfkriegs bei ihm gewohnt, ne? Ja. Erstaunlich. Ja, wusste man gar nicht. Hat er Versteck gehabt. Ja. Das ist aber wirklich diese Zivilcourage, die wir brauchen. Desertierende Soldaten, das Schwierige wird natürlich sein, wenn du als Soldat abhaust, nach Tübingen zu kommen. Kurz nach 8, der letzte Zug ab Stuttgart, ja. Und wenn du dich vom Bodensee her absetzt, wird es ganz Nacht, weil dann musst du mit dem Bus fahren. Aber ansonsten kannst du beim Klingeln, und er hat gesagt, Donald Rumsfeld ist töricht. Zitiere ich das genau? Verschlagen und töricht. Ja, das Wort töricht gefällt mir nicht. Warum? Ich finde, wer das Wort töricht benutzt, ist prätentiös. Findest du nicht? Töricht, das ist ein schönes, altes Wort. Ist gesucht. Niemand benutzt heute mehr das Wort töricht. Töricht, das ist töricht. Das ist so, ich kenne noch dieses schöne alte Wort, ich schmecke noch diesen Silben nach. Das ist prätentiös, oder? Das ist richtig. In der Woche des 100. Geburtstags von Georges Simenon ist die Benutzung des Wort töricht affektiert. Was hat denn das damit zu tun? Weil Simenon wollte den homme nu. Den nackten Menschen. Ja, auch sprachlich. Aha. Der Baum, der Tisch, der Stuhl, das Haus. Also einfach doof statt töricht. Dumm. Dumm. Aber töricht ist vielleicht auch juristisch abgesicherter. Wenn man sagt, Donald Rumsfeld ist töricht, dann klingt das irgendwie so, als wäre er noch resozialisierbar oder so. Also. Ja, töricht. Töricht, das war ein törichtes Verhalten. Oder? Bist du gegen Pocken geimpft? Ich dachte erst nicht, aber ich bin, glaube ich, geimpft. Ich habe heute Morgen gesehen, ich habe hier noch so eine Pockenimpfnarbe. Hast du keinen Impfpass? Nö, nicht mehr, weiß ich nicht. Vielleicht bei den Eltern. Ja. Ja. Hast du noch deinen Impfpass? Nee, ja. Ja. Echt? Ich habe mehrere Impfpässe. Ach so. Je nachdem, wohin ich reise. Ich reise nicht so weit, deswegen. Aber gerade da, wohin du reist, braucht man Impfpässe. Tetanus! Bist du gegen Tetanus geimpft? Ja, natürlich bin ich gegen... Nee, aber es ist lange her. Siehst du? Und zum Beispiel deine Pockenimpfung, ist die noch frisch oder würdest du... Da streiten sich die Experten drüber. Also was muss ich jetzt als potenzielles Pockenopfer, als friedensliebendes potenzielles Pockenopfer wissen? Wie kann ich mich schützen? Kann ich durch Ernährung vorbeugen? Kann ich Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Kann ich beim WDR anrufen morgens zwischen 9 und 12 und sagen, hallo, ich habe mir schon damals wegen Becquerel solche Sorgen überlegt, weil ich habe festgestellt, meine Kinder haben zwei Hände und muss ich mir da Sorgen machen? Nein, das ist normal und so, ja? Und kann ich jetzt da anrufen und sagen, Pocken, was kann ich tun? Du musst dir keine Sorgen machen, die Bundesregierung kümmert sich um dich. Frau Schmidt besorgt jetzt 100 Millionen Pockenimpfungsportionen.
Ja. Falls es losgeht, werden alle binnen Stunden geimpft. Zwangsgeimpft. Ja. Ja. Wobei man aber nicht weiß, genau, weil ja die Pocken eigentlich als ausgestorben gelten, ja, als besiegt, ob nicht diese über 20 Jahre alte Impfung, ob die es nicht noch tut, also ob die nicht noch wirksam ist. Man weiß es aber nicht genau. Aha. Man müsste es ausprobieren, aber das wäre natürlich auch schlecht, es auszuprobieren. Ja. Man weiß aber auch nicht, ob man, wenn man das zweite Mal sich impfen lässt, ob es dann nicht irgendwie leichter verträglich ist. Man nimmt... Da war doch gar kein Geräusch, oder? Nein. Susanne hat sich richtig erschrocken. Ja, für mich hat sie angehört, als ob da eine Rakete vorbeifliegt. Ach, jetzt hör doch auf. Pass mal ein bisschen mit auf hier. Ja. Ja? Sollen wir dein Fenster da abkleben oder was? Hier, diese Ritzen, das ist das ganz Gefährliche. Ja? Wenn es so weit kommt. Das kann der Einzelne tun. Dass er zumindest die Ritzen abklebt. Ja. Ja. Hast du auch so Pockennarben? Ja, hier oben. Du doch bestimmt auch, ne? Ich auch. Zeig mal deine Pockennarben. Moment. Ah, hier. Hier. Sehr gut verheilt. Ja. Sehr, sehr. Versteckt auch nicht den einen Fingernagel. Naja, okay, gut. Ich zeige meinen Pockennamen auch. Bitte. Ja. Aber ich muss die Krawatte lockern und dann ziehe ich die Krawatte übers Mikrofon. Oh. Ja. Oh, hier oben ist. Oh, passt bloß auf. Der Windschutz von meinem Mikro ist weggegangen. Notfalls muss ich mit dem Handmikro weiter. Ja, oder ich halte dir das Handmikro dann. Ja, das könntest du halten. Man hört mich nicht mehr? Können Sie mich jetzt wieder hören zu Hause? Ja, wie kannst du das feststellen, Helmut, dass man mich nicht mehr hören kann? Ich habe so einen Mann im Ohr, da kann ich dich immer hören. Ah, Helmut hat In-Ear-Monitoring. Wow. Ja, wow. Aber Wahnsinn. Ich habe auch eine Narbe. Du hast auch eine Pockennarbe? Hast du gesehen? Ja, klar. Und Helmut trägt vor allem diese passende Showkleidung, wo man den Ärmel abklappen kann. Ich habe extra so ein Druckknopfhemd angezogen, weil ich das ja wusste, dass wir das zeigen sollten. Ja. Hier, perfekt verheilt. Was? Perfekt verheilt in der Turnhalle in Nürtingen. Hier, mit so einem kleinen Messer. Das ist ein Dicker. Nein! Daneben, man sieht es nicht, das ist gekonnt gemacht. Ach so, da. Hm. Oder war es links? Nein, es war... Auch nicht. Das auch nicht. Aber ich bin geimpft, ich weiß es. Echt? Weil man musste ja immer warten, bis sich so kleine. Nee, bis sich so kleine Bläschen bilden. Ja. Das war das Zeichen nach 3 Tagen. Und dann konnte man 4 Jahre, glaube ich, nicht am Turnunterricht teilnehmen. Okay. Bin ich jetzt wieder zu hören, Helmut? Ja. Ja. Du sagst mir, falls ich nicht mehr zu hören bin. Ich sag dir das, ja. Du sagst und mir Susanna das. Ist, glaube ich, nicht geimpft. Ich habe zumindest keine Narbe. Du hast keine Narben? Zeig doch mal. Nicht hoch genug. Bitte? Ich krieg leider den Ärmel kannst, nicht hoch. Kannst du das nicht so seitlich ein bisschen runterziehen? Bei meinem Gehalt verlangst du, dass ich mich hier ausziehe? Ja, wie viel willst du haben dafür? Dass du nur den rechten Arm zeigst. Wie viel willst du dafür haben, dass du nur den rechten Arm zeigst? Nur den rechten Arm? Ja. Ja, was bietest du denn? Ja, ich kann das ja nicht... Der rechte Arm normalerweise an der...
An der Autobahnauffahrt zahle ich dafür 20 Euro. Das ist ja wie früher bei so einer Party. Susanna, also mal so ein bisschen, weißt du, so bei so Schülertreffs. Ja. Was ist das denn? Also nur wir wollen es ein bisschen konkreter machen. Ja, nur, es geht ja nur um die Narbe, aber wenn du nicht möchtest, nicht 200 Euro. Nein, ich habe ja keine. Du hast keine Narbe? Nee, dann musst du sie auch nicht zeigen. Dann das wäre ja albern. Nee. Du bist gar nicht gegen Pocken geimpft? Also gegen Pocken nicht, dass ich wüsste. Das sagte Manuel ja gerade schon, dass ich dafür wahrscheinlich zu jung bin. Das ist natürlich diese andere Generation. Eben, bis 79 hat man das gemacht, dann hieß es halt, Pocken gibt's nicht mehr und außerdem die Nebenwirkungen beim Impfen sind auch doof. Wirklich? Sind die gefährlich? Ja, man kann an Hirnhautentzündung erkranken. Aha, aber ich habe nie was erlebt bei all diesen Impforgien. Und da stand ja der ganze Ort stand ja da. Das sah ja aus in Nürtingen. In der Nürtingen, in der Turnhalle, sah es aus wie auf Ellis Island. Warum hast du eigentlich immer noch das Mikro in der Hand? Weil ich diese Angst habe, nicht verstanden werden zu können. Helmut, du sagst mir, falls man mich nicht hört. Ja, wirklich, einige Nürtinger hatten zum Impfen Ziegen mitgebracht. Weil sie gedacht haben, sie müssen in der Halle übernachten, damit sie Milch haben abends. Nein. Was ist? Was ist los? Nix ist los. Was ist nix ist los? Nix ist los. Nein, was ist denn? Hör doch mal jetzt auf, wie mich so nervös zu machen durch dieses Gestammel. Was ist denn jetzt? Wie, was, nix? Zeit für Blauhelm-News. Was? Blauhelm-News. Was Blauhelm-News? Oder was hast du denn da für einen Brief? Wo? Ja, ich hab keinen Brief. Doch. Wo soll da ein Brief sein? Ja, in deiner Jacke. Du hattest doch eben einen Brief mit dieser blauen Schrift. Was ist das für ein Brief? Hör doch auf, dich in Augen zu reiben, Mensch. Ja, wenn es mich doch juckt. Was ist das für ein Brief? Keine Ahnung, ist der über mich? Siehst du, das weiß ich wieder nicht. Ich weiß aber, was es für ein Brief ist. Ja, aber ich sage es nicht. Okay. Es ist ein Brief von Anke Engelke. Boah. Ja, hier hinten, hier steht drauf, Brief von Anke Engelke. Ja. Und zwar, Anke Engelke war ja Reporterin für die ARD, für das Morgenmagazin, bei den Filmfestspielen. Toll, jeden Morgen. Mit verschlafenen Pupillen da reinguckt, da stand sie schon fit da. Und guck mal, Anke Engelke hat mir auf diesem Zettel absolut wichtige Infos gegeben über die Berlinale. Da steht alles drauf. Da steht alles drauf, ganz toll. Mit Kürzeln, ja, auch mit deftigem Vokabular. Und ich kann natürlich den Brief nur in Auszügen und andeutungsweise vorlegen. Ja, aber das deftige Vokabular wollen wir schon. Nein, das kann ich nicht sagen. Also zum Beispiel, sagen wir, die berühmte Schauspielerin Frau Christine Scott Thomas scheint kein direktes Idol von Anke zu sein. Was ich irgendwo nachvollziehen kann. Wie findest du Christine Scott Thomas? Wer soll denn das sein? Zum Beispiel Gosford Park. Zum Beispiel also der Pferdeflüsterer. Älter. Bitte? Ein bisschen älter. Ich weiß nicht, 40. Ach so, ja. Ach so, ja. Kennst du nicht? Nö. Ja, was ist eine Schauspielerin, die du kennst? Ja, viele. Also ich meine... Was ist eine Araberin? Ja, viele? Oder was? Ja, was weiß ich? Die neue von Tom Cruise oder wer? Ja. Nein. Ja, viele Filali oder ja, wer denn? Ja, zum Beispiel. Nicole Kidman, Julia Roberts, Sandra Bullock. Ich geh doch nicht in diese Filme. In diese Filme? In diese Filme? Ja, warst du im Pferdeflüsterer? Jetzt bitte ich dich. Ich war im Pferdeflüsterer. Nein. Wegen Robert Redford. Ach, das habe ich Ihnen noch nie erzählt. Ich wollte mal früher aussehen wie Robert Redford. Und dann ist es mir gelungen, habe ich gesagt, ach nee, doch nicht. Und habe wieder... Hier. Absolut. Anke schreibt mir, ich gebe dir noch mehr Klatsch. Spike Lee ist, kann ich nicht sagen, was, toll. Und ein, ganz schön hart. Und George Clooney, was Anke sehr empfiehlt, ist der neue Film von George Clooney, in dem er zum ersten Mal Regie führt, Confessions of a Dangerous Mind. Der muss hervorragend sein. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Aber George Clooney auf der Party hinterher, das kann ich vorlesen, schnarch. George Clooney. Das ist aber kein deftiges Vokabular. Nein, ist ja nicht, aber trotzdem, ist an mich privat gerichtet. Okay. Ja. Und wo man aber unbedingt rein muss, schreibt sie, was der absolute Sensationsfilm sein muss, ist der Film Herr Wichmann von der CDU. Hier, der läuft im April an, Herr Wichmann von der CDU. Das ist der Film von Adolf Dresen.
Aha. Der auch Halbe Treppe gemacht hat. Ah, ja, ja, ja. Den sehr, sehr kennst du doch Mann. Wieder. Ja, Halbe Treppe habe ich natürlich gesehen. Guck mal, das gefällt ihm. Ja, so. Das gefällt ihm. Ja, wer spielt denn da mit? Axel Pahl? Zum Beispiel. Und wer noch? Naja, die anderen halt. Ja. Du kennst die Schauspieler gar nicht. Nee, das ist auch nicht so wichtig. Das ist ja kein Starfilm, das ist ein Ensemblefilm, ein schöner deutscher Dogmafilm. Ein schöner deutscher Dogmafilm. Ein schöner deutscher Dogmafilm. Kann man da Kartoffeln essen, während der Film läuft? Du kennst die Schauspieler nicht? Das ist eine Missachtung der Schauspieler. Nein. Dieser Künstler. Nein, ich würde sie ja wiedererkennen, aber ich kenne sie hier nicht. Hier übrigens die Briefmarke, das hat mich irritiert. Schau, Anke hat, ich kann gleich weiterreden, aber Anke hat hier eine Briefmarke draufgegeben und die Briefmarke ist nicht abgestempelt. Ja, ausschneiden, im Wasserbad selbstverständlich ablösen. Da bricht der Schwabe in uns durch. Ja. Die Briefmarke wird ausgeschnitten. Kannst du nicht ein bisschen Musik drunter spielen, Helm? Ja, klar. Du denkst auch nicht für 2 Minuten mit. Ja. Spiel doch mal ein bisschen so live. Jetzt okay. Muss er Noten hinstellen für die Briefmarke. Aber wehe, die Musik passt nicht, dann steche ich dir die Augen okay. aus. Was soll das denn? Ja, das passt doch nicht dazu, dass ich eine Briefmarke ausschneide. Ihr Mädchen zum Briefmarke fantastisch. Wasserdampf. Mango. Herr Wichmann von der CDU, nie gehört von dem Film? Nein, werde ich mir merken. Muss das hier, das eine intime Message von Anke an mich, darf nicht in die Öffentlichkeit kommen. Ja, ja. Du hast jetzt im Mädchen gespielt, Helmut. Also warum ja. ist aus... Bitte? Ja. Das ist mir gerade so eingefallen. Weil nicht, der hast Text, du jetzt gerade im Mädchen gesagt, grad, ja. Wieso hast du, wieso, warum? Ich habe in ihrem Monitor und ich verstehe dich nicht so gut. Warum hast du gerade im Mädchen gespielt? Ach so. Das ist doch unglaublich, oder? Diese scheiß Technik. Ja. Man macht sich völlig zum Sklave der Technik. Ich frage nicht ja, nur okay. auf normalen Brauhausabstand. Ja. ja? Und du hörst es nicht durch das In-Ear-Monitoring. Ich hatte mir einen Knopf rausgenommen, weil es ist für mich noch etwas ungewohnt mit beiden Knöpfen drin, weil das ist so wie in so einem anderen Raum. Ja, das ist und, wie Leute, denen aber jetzt ist es zu leise gewesen. Ja, aber ist es jetzt besser? Jetzt ist es besser. Toll. Ich mache es einfach ein bisschen lauter. Aber es ist noch nicht so ausgereift, weil die ganzen S-Laute, die zischen noch so wie ein F. Wenn du sagst Scheiße, hört sich das an wie ehrlich? Pfeife. Mhm. Dann benutze ich Wörter ohne S-Laute. Okay, ja. Ist ja gut. Ja, aber der Grund war... Sag weil mal, Felmut. Wir wollten was über Yoko Ono machen. Bitte? Wir wollten was über Yoko Ono heute in der Sendung machen. Ja, und da kommt kein S drin vor. Das ist für Helmut genau. einfacher. ja. Yoko Ono. Aber dann habe ich den Bericht gesehen, habe ich gemerkt, das Stück passt überhaupt nicht dazu. Ja, aber gut, ihr könnt es. Ja, habe ich. Das war, ich fand's okay. Ich war fand es okay. toll. Es war auch eine schöne Tribut an den früheren Sponsor von Christoph Daum, der vielleicht zu Bayer Leverkusen mitkommt oder so. Was? Warum soll man nicht mal die RWE-Vereinshymne spielen? Genau. Ja. Ja. Und Yoko Ono kriegt ja auch GEMA, wenn das gespielt wird. Selbstverständlich. Was gibt es Neues von der UN? Die UN-Sicherheitsratssitzung musste verschoben werden wegen Schneesturm von ja? 15.30 auf 21.30. Wie damals, als ich in Breckenridge war, in Colorado. Genau. Ja. Wer erzählt es, die Geschichte? Habe ich gerade erzählt? Ja, hast du eben ja, weil erzählt. Ich stelle fest, ich kann es mir teilweise nicht mehr merken, was ich gerade schon gesagt habe. Wirklich. I'm a dreamer. Auch so viel Drogen? Ja. Nein, nie, nie, ich schwöre, nie im Leben eine Droge, nie. Ja, nie. Ja. Du zitterst das auch nicht ganz so wie. Bitte? Du zitterst auch nicht ganz so wie Ossi. Ja, aber Ossi geht schon sehr, sehr geil. Ich habe es gestern Abend wieder gesehen. Gestern wollte er ein Lagerfeuer machen am Strand in Malibu. Ja.
Und er ist fast ins Wasser gefallen, einfach weil er zwei Holzscheite getragen hat. Er hat den Feuerwehrmann geholt vom Fire Department in Malibu, der ihm gesagt hat, in welchem Abstand er ist von seinem Haus. Und dann ging er so zum Strand, ja, es war Nacht, und schrie den Pazifik an, go to fucking Alaska! Das fand ich schon gut. Super, ja. Also Sicherheitssitzung vertagt. Vertagt, ja. George Bush will innerhalb der nächsten 2 Wochen über Krieg und Frieden entscheiden. Oh. Länger keine Zeit mehr. Angeblich schon erste Geheimagenten hab ich auch gelesen. Bagdad, die kleine Explosionen auslösen, um den Sicherheitsdienst des Irak zu testen. Ja. Chirac rüffelt die Ostblockstaaten. Chirac? Chirac hat gesagt... Chirac. Ich dachte, Schiefer im Irak. Nein. Chirac. Jacques Chirac. Kann man auch tolle Wortspiele machen, ne? Ja. Chirac im Irak und... Da habe ich aber gerade Günther Verheugen gesehen in der Tagesschau zu diesem Thema. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Günther Verheugen hat gesagt, Jacques Chirac, der französische Präsident, darf ein bisschen mehr als andere, hat er gesagt. Er hat gesagt, Jacques Chirac hat den anderen die Clubregeln erklärt. Die Clubregeln, das ist toll. Das ist menschlich, das ist sympathisch. Aber er hat schon richtig draufgehauen. Er hat also, draufgehauen. Er hat eine hervorragende Gelegenheit verpasst, das Maul zu halten, hat er im Prinzip gesagt. Den anderen Ländern. Aber er hat zum Beispiel, wenn man sagt, die EU ist ein Golfclub, dann heißt das ja im Grunde, in Zukunft spielen dort auch die Länder Golf, die sich bisher um die Autos gekümmert haben. Vor, auf dem Clubparkplatz oder so. Ja, klar. Wenn ich diese Clubmetapher übertrage, die Clubregel erklärt. Ja. Heute hat ja Yoko Ono 70. Geburtstag. Genau. Happy Birthday. Und sie wurde auch immer so frauenfeindlich betrachtet. Sie hätte die Beatles auseinandergebracht und so weiter. Alles Quatsch. Und wie es so spielt... Unser lieber Freund Olli Dittrich mit 2 T und ich, Olli Dittrich, haben mal einen Film gedreht, in dem wir gezeigt haben, wie das damals war mit John und Yoko. Ja. Ja? Und wir haben diesen Film natürlich im Archiv. Und heute passt er wieder. Aber sowas von. Ja, und das ist aber nicht so, dass man jetzt sagt, wie woanders, wo man geht rein und holt einen alten Film und zeigt ihn. Das kennen Sie aus vielen anderen Shows, da heißt es aber Best of. Sag mal, es gibt eine Show, die ist 3 Wochen im Programm, dann kommt in der 4. Best of, das ist klar. Ja? So, und diese Matz ist aber, wie soll ich mal sagen, wie ein Rotwein. Durch Lagerung noch besser geworden. Hat jetzt einen anderen Abgang. Hat liegt ganz anders auf der Zunge. Hat eine ganz andere Blume. Diese Matz, vor 2 Jahren oder so gedreht, ist heute, vor über vier Jahren ist heute aktueller denn je. Oh ja. Das ist ja wie bei Shakespeare. Ja? So war das damals zwischen John Lennon und Yoko Ono. Und lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das. Es ist wirklich selten, dass eine Matz so passt wie heute. Ein 4 Jahre alter Filmbeitrag. Was die beiden zusammen machten, gehört zum Erstaunlichsten, was die tantrische Lehre zu bieten hat. Rebalancing in Reinkultur. Ein Trommelfeuer der Sinnlichkeit wurde entfacht. Ekstase bekam eine neue Bedeutung. Die beiden liebten sich über 3 Tage. Im Bett bekam Yoko alias Paul von Lennon endlich die Anerkennung, die er sich so verzweifelt gewünscht hatte. Und? Oh, was machen wir jetzt? Aufräumen. So Betten abziehen und ganze Sauerei wieder in Ordnung bringen. Hm? Ah, ich dachte mir, also aktionsmäßig so für das verändern. So. Ich hab's. Wir bleiben einfach eine Woche lang im Bett liegen. Und wir drücken damit unseren Protest gegen all das Leid und die Gewalt in der Welt aus. Genau. Du hast immer so süße Ideen, mein Häschen. Das hier, meine Damen und Herren, ist die DVD zum aktuellen Programm meines heutigen Gastes. Das Programm heißt Riechling. Was? Herzlich willkommen zum ersten Mal bei uns Matthias Riechling.
Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Also Harald Schmidt ist ja bekennender Hypochonder. Jetzt reicht kein Arzt mehr, den er sich einlädt, sondern es muss ja mindestens die eigene Gesundheitsministerin sein. Aber Ulla Schmidt hat so genug mit der ganzen Kritik an ihrem Ministerium, dass sie gesagt hat, sie möchte einfach mit Gesundheit in ihrem Privatleben nichts mehr zu tun haben. Und deswegen lässt sie durch mich Folgendes aus. Komm, wir machen es gleich authentisch. Also ich muss Ihnen sagen, Herr Schmidt, und auch Ihre Anwesenden, Gesundheit ist etwas für alle Menschen, auch für die, die krank sind, das ist ganz klar. Ja? Und der Hass, der sich auf mir entlädt, hängt eben damit zusammen, wer Minister ist oder wer eben in der Politik ist oder als Minister in der Politik ist oder als Minister in der Politik Politik macht oder auch als Politiker in der Politik macht oder als Politiker Minister ist. Der steht im Fernsehen und der ist in einer Situation mit dem infiziert. Man sieht, das ist ganz klar. Aber es ist wie bei Professor Brinkmann oder bei der Schwester Stefanie. Die Leute wollen auch dann behandelt werden von Professor Brinkmann. Haben jahrelang angestanden, dass sie von Herrn Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik operiert werden an der Prostata. Und dann waren sie beleidigt, wenn sie keinen Termin bekommen haben von Herrn Wusso. Aber das ist ja ganz selbstverständlich. Der Mann war Schauspieler. Er hatte keine Ahnung von dem, was er getan hat. Aber er musste es ertragen. Und so ist es bei mir genauso. Ich muss es ertragen, dass ich davon keine Ahnung habe. Das ist ganz selbstverständlich. Aber ich leide darunter, dass die Leute immer gesünder werden wollen. So geht es nicht, sehen Sie. Die Leute wollen immer gesünder und immer noch gesünder werden. Und dann werden wir Politiker dafür verantwortlich gemacht, wenn eben zum Stockschnupfen noch ein Tripper dazukommt. Ja, also. Ich versichere Ihnen, ich kann auch nichts für Ihren Tripper. Oder wenn wir eben mit der Pockenschutzimpfung so spät anfangen, dass die Leute alle schon Pocken haben, das hat doch seinen Sinn. Dann sparen wir am Impfstoff. Sehen Sie, die Leute wollen auch immer gesünder sein und vor allen Dingen erkennen sich, dass der Mensch von Natur aus krank ist. Das geht bei der Geburt schon los. Keine Haare, keine Zähne, keine Sprache in die Hose machen. Aber 70 Jahre später sagt man Krüppel dazu, da geht es dann. Deswegen warne ich vor einem Machbarkeitswahn in der Medizin. Das, so geht es nicht. Sehen Sie, wenn Sie, Herr Schmidt, oder wenn Ihre Anwesenden, wenn Sie jetzt nächtelang herumliegen und schon in der anderen Nacht zum fünften Mal eine Packung Schlaftabletten aufbrauchen und immer noch wach herumliegen, dann geht es so geht es nicht. Das belastet die Sozialkasse. Dann empfehle ich Ihnen, lassen Sie sich doch bitte einfach einschläfern. Das kommt billig. Ja. Der Patient muss ausgedünnt werden. Was heißt das? Fragwürdige Therapien müssen einfach gestrichen sein. Das ist doch ganz selbstverständlich. Fußpflege für Beinamputierte, das muss weg. So etwas muss weg. Und auch Modekrankheiten, die belasten die Kasse. Managerkrankheit, das belastet die Kasse. Und es dauert oft Jahre, bis man herausgefunden hat, was managt der jetzt eigentlich? Und da empfehle ich einfach eine schnelle Typhus oder eben auch eine handfeste Cholera in jedem dritte Weltlade preiswert zu bekommen. Oder eben, nee, geben Sie selbst mal Geld aus für Ihre Krankheiten. Sehen Sie, ich selber, ich gebe gerne, wenn es der Krankheit dient, ich gebe gerne etwas aus. Das EKG letzte Woche, das hat mir so gut getan. Ich nehme jeden Tag eines. Ja, oder die Urinprobe. Ich bitte Sie, seitdem kann ich wieder durchschlafen. Was heißt das? Das heißt, wir müssen Gesundheit verprivatisieren. Was heißt verprivatisieren? Die Leute geben Geld aus und haben sie ein Gefühl dafür. Dann sparen sie auch. Dann erkennen sie auch, aha, für einen Schlaganfallpatienten, da tut es auch immer einen Venensalbe. Das muss reichen. Ja? Oder eben, zum Beispiel, nur als Beispiel, es muss im Alter nicht immer ein neues Gebiss sein. Es tut auch mal eine Kiste Alete. Das muss reichen. Ja. Ja. Ja.
Was wir unterstützen, und das unterstützen wir auch, ist eben Homöopathie, also wegen Naturverfahren, wegen der Ganzheitlichkeit der Methode, wegen der Solidarität mit den anderen Patienten und wegen der Lebensqualität. Das unterstützen wir. Was heißt das, wenn Sie sich heute in den Finger schneiden, werden Sie sofort verbunden am Finger. Aber dann, nach der ganzheitlichen Methode, nach der Homöopathie, müssen Sie am ganzen Körper einmal nachschauen, ob nicht irgendwo am ganzen Körper vielleicht noch ein Finger ist. Oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, die Ganzheitlichkeit der Methode. Das ist wichtig, das hilft und das hilft, die Kasse zu entlasten. Sie fallen die Treppe herunter zum Beispiel. Nach der Schulmedizin werden Sie sofort am Knie operiert. Aber die Naturmedizin, die geht dann noch einen Schritt weiter und bemerkt bei Ihnen, dass Sie seit Ihrer Geburt eine Brille tragen. Nach der Schulmedizin hätten Sie nie erfahren, dass Sie die Treppe hätten gar nicht sehen können. Und da geht die Naturmedizin, da geht noch einen Schritt weiter und lässt ihr Knie Knie sein und behandelt ihr gesundes Auge. Und das unterstützen wir. Hello. Ja. Was sollst du sagen? Was sollst du sagen? Tausend Dank, mein Lieber. Ja, und das nächste Mal nicht wieder 8 Jahre. Nein, natürlich. Ja, alles Danke. Gute, bis zum nächsten Mal. Matthias Richtig, meine Damen und Herren, das war's für heute. Dankeschön, gute Nacht.